Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, heute mal im Park. Ich mache heute meine zwei Lieblingsbiere. Was? Ich mache die? Die mache ich gar nicht. Nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, heute im Park. Hinten sind die Enten. Kann sein, dass die ein bisschen quaken, aber das stört ja nicht. Ich werde heute meine zwei Lieblingsbiere testen im Vergleich, welches mir besser schmeckt von meinen zwei Lieblingsbiere. Ich habe in Würzburg ein Lieblingsbier und hier in Passau. Und in Würzburg ist es das hier, das Sternler. Das ist mein wirklich Lieblingsbier in Würzburg. Wirklich, ich liebe es. Es ist auch arschkalt gerade, wunderbar. Und hier in Passau habe ich das hier als Lieblingsbier, ein schönes, kühles Hacki, Hackelberg Urhell, steht auch Passau drauf, also das schmeckt mir auch richtig gut. Ich weiß jetzt nicht, im Vergleich habe ich das noch nie getrunken, also beide gleichzeitig mal probiert. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, ob ich mich überhaupt entscheiden kann oder ob ich beide gleich geil finde. Oder ob ich eins davon geiler finde oder ja, bin selber sehr gespannt. Also schauen wir mal. Ich mache sie jetzt gleich auf und dann probieren wir mal. So, die beiden sind offen. Ich fange jetzt mal mit Sternler einfach mal an. Weil das ist eigentlich mein absolutes Lieblingsbier eigentlich generell schon als erstes gewesen. Deswegen probiere ich das jetzt auch als erstes. Ich rieche jetzt erstmal dran. Okay. Wir machen erstmal einen Geruchstest. So, Sternler-Geruchstest und Hacki-Geruchstest. Ah, okay. Ich finde, dass das Sternler besser riecht. Ja, also Sternler riecht definitiv geiler nach Bier. Wirklich schmeckt, also schmecken weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall riecht das viel, viel geiler wie das Hacki. Jetzt bin ich sehr gespannt, um ehrlich zu sein. Oh Gott. Oh Gott. Dann schauen wir mal. Also, Prost, ich probier's. Oh Gott, ist das geil. Oh, ich glaube, das Hacki wird nicht besser sein. Oh Gott. Ich weiß nicht. Also das. Fuck, ist das gut. Oh mein Gott. Oh Gott. Okay. 10 Punkte. Oh Gott, ob das das übertrifft. Oh, schauen wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Oh Gott. 1, 2, 3. Okay. Definitiv Sternler besser. Definitiv. Muss ich sagen. Ja. Das Hacki würde ich jetzt 9 Punkte geben. Und Sternler auf jeden Fall 10. Ich finde Sternler echt geiler. Es schmeckt einfach geiler irgendwie. Viel schmeckt irgendwie so mehr nach Bier und einfach geiler irgendwie. Einfach ein bisschen süffiger und so. Ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ich hätte es nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber ganz ehrlich, Sternler ist einfach geiler. Also, ich hätte es wirklich auch nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, dass die gleich geil schmecken, aber ich muss sagen, dass wirklich das Sternler ist einfach allein schon, das hat einfach geiler gerochen und so. Also wirklich, es hat einfach geiler gerochen und schmeckt auch einfach geil. Deswegen, Prost nochmal. Orgasmus im Mund, oh mein Gott. Oh, geil. Voll geil. Das ist das geilste Bier der Welt. Ja, das schmeckt auch geil, aber wie gesagt, das andere ist definitiv geiler. Aber nur so ein Tick, also wirklich. Aber Sternler, oh mein Gott. Das ist das geilste Bier der ganzen Welt, wo ich jetzt probiert habe. Vielleicht gibt es noch ein geileres Bier, aber dann kenne ich es nicht. Gut, dann würde ich sagen, das war's und bis bald.